Hallihallo aus Frankfurt und willkommen zu diesem Tutorial. Der TSW 5 hat die ein oder anderen neuen Features und es gibt SpielerInnen, die komplett neu sind im TSW. Daher zeige ich euch heute mal, wie man den Fotomodus benutzt. Der Fotomodus ist ein Modus, in dem das Spiel angehalten wird und man dann Screenshots aufnehmen kann mit bestimmten Einstellungen. In den Fotomodus kommt man am PC rein, indem man auf Shift und die Leertaste drückt gleichzeitig. Dann befindet man sich hier im Modus. Ihr seht, das Spiel ist angehalten und wir können dann mit WASD oder alternativ auch mit dem Joystick, ich mache das mal eben hier mit dem Joystick, kann man dann hier auch durch die Gegend fliegen. Nur das Spiel ist angehalten, es passiert jetzt erstmal gar nichts. Das heißt also, ihr werdet jetzt auch nicht irgendwie mit eurem Zug irgendwo an einem Signal vorbeifahren oder sonst eine Zwangsbremsung bekommen, sondern das Spiel steht. Wir können hier frei rumfliegen, wie wir wollen und können dann entsprechend ein Foto machen und zwar mit der Leertaste. Ne, das können wir dann speichern oder speichern und hochladen, dann lädt das auch direkt in euren Dovetail Live-Account hoch. Da ich gerade nicht angemeldet bin, kann ich das jetzt nicht machen, aber ich klicke jetzt einfach mal so auf Speichern. Jetzt kann man im Fotomodus aber verschiedene sehr, sehr lustige Sachen machen, die wir jetzt auch mal nach und nach alle ausprobieren. Der Fotomodus besteht aus diesen drei Reitern hier links. Das sind Kameraeinstellungen, das hier sind Einstellungen zur Belichtung und das hier sind nochmal zusätzliche Einstellungen zur Tageszeit. Wir gehen mal nach und nach das Ganze durch. Wir fliegen mal ein bisschen runter, haben hier diesen ich will kein Talent fotografieren, ich würde gerne ein ICE fotografieren. Da vorne haben wir schon ICE. Also sieht doch sehr gut aus. Fliegen wir einfach mal dahin. Und zack, sind wir hier vorne angekommen. Was wir erstmal machen können, ist, wir können das Sichtfeld ein bisschen runterstellen. Das heißt also, wir zoomen ran und haben dann hier erstmal so eine schöne rangezoomte Perspektive. Jetzt wollen wir aber, dass der ICE hier vorne tatsächlich im Bild ganz deutlich zu sehen ist und der Hintergrund soll unschärfer sein. Das können wir dann mit der Schärfentiefe machen. Die stellen wir runter, dann seht ihr, der Hintergrund wird immer unschärfer. Machen wir die Schärfentiefe auf 100%, haben wir gar keine Unschärfe mehr. Ich stelle das Ganze meistens so auf so 20 bis 30%, weil dann sieht man immer noch ein bisschen was vom Hintergrund, aber es ist auch klar, was im Vordergrund ist. Wenn der Schwerpunkt bei 0% steht, dann ist der Autofokus aktiviert. Das heißt also, egal wo ihr gerade hinguckt, da das, was mittig im Bild ist, wird dann fokussiert. Ne, ihr seht's, zack, zack, das ändert sich von alleine der Fokus. Sorry fürs wilde Kameragefuchtel. Wenn ihr aber den Schwerpunkt jetzt manuell umstellt, dann könnt ihr tatsächlich selbst einstellen, was in diesem Augenblick scharf sein soll. Ne? Also ihr seht, bei 100% ist es ganz hinten, bei 0% ist es dann entsprechend ganz vorne. Rotation stelle ich persönlich ehrlicherweise nie selbst ein, aber das ist immer so ein bisschen Geschmackssache. Ihr seht, wir können auch das Bild tatsächlich rotieren lassen. Ich finde es jetzt nicht so cool und davon habe ich das Gefühl, dass man immer so ein bisschen seekrank wird, aber das muss jeder und jede selbst wissen. Die Bewegungsunschärfe können wir nur einstellen, wenn wir gerade selbst in einem Zug sitzen, der fährt. Da wir das gerade nicht tun, weil wir aus dem stehenden, aus dem laufenden Modus herausgespawnt haben in den Kameramodus, funktioniert das gerade nicht, aber ne, das könnt ihr dann auch einstellen. Dann gibt es hier diese Einstellung, mit der ihr Belichtung und Sättigung und solche Sachen verändern könnt. Ne? Also wenn es zum Beispiel sehr dunkel ist und ihr wollt aber ein schön helles Bild haben, dann könnt ihr das Ganze hier auf 100% stellen. Da wir jetzt aber gerade Tag haben und das Ganze viel zu überbelichtet ist, können wir das Ganze hier auf 50% lassen. So ist es halt normal, die normalen Belichtungsverhältnisse. Und jetzt, wenn wir das auch runter machen, haben wir es sogar noch ein bisschen dunkler. Ne? Also das damit. Der nächste Reiter, ich lasse es hier wieder auf 50%, ist die Sättigung. Auch das ist klar. Wenn ihr es hochstellt, wird es farbenfroher. Wenn ihr es niedriger stellt, wird es schwarz-weiß. Das wollen wir aber beides nicht. Sieht beides meines Erachtens doof aus. Vignette ist dieser Rand, der, ja, an dieser schwarze Rand, so, stellt die Vignette auf 100%, habt ihr einen ganz deutlichen schwarzen Rand. Auf 0% habt ihr eben gar keinen schwarzen Rand. Ich lasse das meistens auf 0%. Helligkeit, da wird dann die allgemeine Helligkeit nochmal erhöht und erniedrigt. Ihr seht, ne, bei 0% ist es halt komplett schwarz, bei 100% natürlich viel zu hell. Wir lassen das bei 50% und der Körnungseffekt, auch das können wir uns mal angucken. Bei 100%, ihr seht es, ne, so eine Bildverkörnung, die wir da haben. Ich persönlich finde es nicht schön, aber je nachdem, wenn man vielleicht irgendwie so ein bisschen bestimmten artistischen Anspruch an sich hat, an seine Screenshots oder so ein bisschen etwas altbacken aussehen lassen möchte, zum Beispiel indem man den Körnungseffekt kombiniert mit der Sättigung, dann sieht das so ein bisschen aus, als sei das aus so einem alten Schwarz-Weiß-Film. Ne? Also da kann man dann so ein bisschen selbst rumspielen, je nachdem, was man da gerade möchte. Wir stellen das Ganze wieder zurück
auf so wie es vorher war. Und der Sepia-Effekt, ne, ist im Grunde mein Farbfilter. Damit sieht das Ganze auch ein bisschen älter aus. Auch hier würde ich eigentlich sagen, ist zum Beispiel der Körnungseffekt, der wird dann ganz gut immer passen zum Sepia-Effekt, ne? Aber wir lassen das aus. Wir brauchen keinen Sepia-Effekt. Und das hier sind die neuesten Einstellungen, die gab es vorher nicht. Und das sind eigentlich auch die coolsten Einstellungen. Denn, also ich gehe mal ein bisschen hier raus vom ICE und vor allen Dingen zoome ich auch mal ein bisschen wieder raus, sodass wir einfach mehr sehen können. Folgendes ist der Fall. Wir können jetzt, wenn wir sagen, ach ja, eigentlich schöne Belichtungsverhältnisse, aber eigentlich würde ich gerne was anderes haben, dann können wir hier tatsächlich den Monat zum Beispiel umstellen. Da wir 11 Uhr vormittags haben, macht es eigentlich kaum einen Unterschied, welche Jahreszeit wir gerade anwählen. Aber um das zu korrigieren, können wir auch tatsächlich die Tageszeit ändern. Wir können zum Beispiel um 18 Uhr das Ganze hier einstellen und dann sagen wir, wir machen es ja, so September, vielleicht sogar noch ein bisschen später. Erste Oktoberwoche ist fast zu dunkel. Vierte Septemberwoche, ne, so schöne Sonnenuntergangsbeleuchtung, vielleicht sogar noch 19 Uhr. Ja, das ist schon wieder zu dunkel. Irgendwann 18 Uhr. Ja, eher Oktoberwoche 18 Uhr. Sagen wir, die Wintereinstellung wollen wir haben. Toll. Dann können wir bei Temperatur hier, das ist jetzt auf Englisch über Freezing, also das ist halt höher als 0 Grad ist oder niedriger als 0 Grad. Wir lassen es erstmal höher als 0 Grad und können dann jetzt einfach noch die Wettereinstellung ändern. Wir können zum Beispiel den Bewölkungsgrad erhöhen. Ja, dann haben wir diese wunderschönen Be Be diese Bewölkung, was wirklich unfassbar schön aussieht im TSW um die Uhrzeit. Wir können den Nebel ein bisschen erhöhen. Was sehen wir? Ist das richtig nebelig? Wir können das Ganze auch wieder niedriger stellen. Jetzt ist das so ganz leicht nebelig. Wir können. Huch. So, du wieder zurück auf 0%. Komm schon. So, dann können wir den Niederschlag erhöhen. Können es zum Beispiel regnen machen. Ne? So, den Nässegrad, das ist dann der Nässegrad des Bodens, den wir erhöhen können. Und was wir dann auch machen können, wenn wir dann, also das stelle ich wieder kurz auf 0%, wenn wir dann hier auf Below Freezing gehen, haben wir jetzt Temperaturen von unter 0 Grad. Das heißt also, wenn wir jetzt an dieser Stelle den Niederschlag zum Beispiel aktivieren, haben wir dann auch Schnee, müssen dafür allerdings auch den Schneegrad noch einstellen und zack, seht ihr, die Strecke ist auf einmal schneebedeckt. Auch eure Züge sind dann schneebedeckt. Ne? Also wunderschöne Schneetexturen hier. Oh, das ist auch ein tolles Bild, oder? Ne? Das sieht einfach schön aus, das gefällt mir. So. Jetzt hat sich gerade die Tageszeit wieder verändert. Was war das? Das war, glaube ich, 18 Uhr, ne? 18 Uhr. Erste Oktoberwoche. Below Freezing. Bisschen Schnee rein. Bisschen Bewölkung rein. Das war schon zu viel Bewölkung. Bisschen Niederschlag machen wir rein. Bisschen Nebel können wir auch haben. So, machen wir es, ne? Sagen wir mal 1% Nässegrad hoch. Und zack, haben wir einfach mal komplett alles geändert hier für ein Foto. Das Ganze bleibt dann natürlich nur im Fotomodus. Und wenn wir ins Spiel hineinspringen, dann ändert sich das Ganze wieder zurück auf die ursprünglichen Einstellungen. Aber so haben wir dann auf einmal ein ganz unterschiedliches Bild. Und ich finde, das ist auf jeden Fall eine coole neue Änderung. Und auch was auch cool ist, das ist dann die letzte Einstellung. Wir können die Spielzeit fortlaufen lassen. Dafür brauche ich allerdings einen Zug, der sich gerade bewegt. Weil das kann ich nicht demonstrieren, wenn sich gerade nichts bewegt. Ich muss einmal ganz kurz hier zum Bahnsteigsende laufen. Beziehungsweise ich setze mich einfach mal kurz hier hin. Ja, ich darf mich nicht hinsetzen. Dann setze ich mich eben kurz hier im Fahrgastraum hin. So. Dann haben wir nämlich die Außenkamera. Müssen einmal ganz kurz einen Augenblick warten, bis wir einen Zug finden, der gerade fährt. Damit ich euch auch noch dieses Feature demonstrieren kann. Na klar, natürlich kommt jetzt gerade in diesem Augenblick kein Zug, der
sich bewegt, ne? Nee, das ist doch ein Scherz. Ich mache kurz einen kleinen Cut und hole euch in einer Sekunde wieder zurück, wenn ich einen Zug gefunden habe, der fährt. Moment. So, da bin ich wieder. Da vorne, da sehen wir schon eine S-Bahn, die sich hier gerade bewegt. Und dann können wir mal eben in den Fotomodus hineinspringen und fliegen mal zu der S-Bahn rüber. Jetzt steht das Ganze, jetzt steht das Spiel natürlich wieder. Jetzt würden wir sagen, eigentlich würden wir total gerne von, boah, sagen wir mal, von hier irgendwie einen Screenshot aufnehmen. Aber wir sehen, ach, der Zug ist ja wieder hier bedeckt von dem Mast und so. Das wollen wir gar nicht. Dann können wir, wenn wir hier reinspringen und auf Fortlaufen klicken, können wir tatsächlich das Spiel ein bisschen fortlaufen lassen an dieser Stelle, sodass der Zug dann eben einfach weiterfährt. Das wird einfach weiter simuliert, bis der an der Stelle ist, wo wir sagen, ja, da bin ich zufrieden mit. Und dann können wir hier das Foto noch machen. Also das letzte coole Feature. Und wenn wir halt aus dem Kameramodus wieder rausspringen, dann, ja, okay, ich bin jetzt leider hier im Talent, dann können wir das nicht mehr sehen. Ist es tatsächlich so, dass ja, der Zug dann wieder zurückgesetzt wird auf die Stelle, wo er ursprünglich hergekommen ist. Also so viel dazu, der Fotomodus. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen da mal einführen in den Fotomodus, in die verschiedenen Optionen, die man da hat. Für all die vielleicht interessant, die wirklich neu sind jetzt beim TSW, die das vorher jetzt nicht kannten. Damit könnt ihr wirklich ganz kreativ sein und ich bin ganz gespannt, die ganzen Screenshots aus der Community auch mal dann zu sehen. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.